eine schöne Routine, die man benutzen kann, um jemanden schon mal in eine Vortrance hineinzubringen, ist, indem man über die Hypnose spricht. Dann würde ich dir ganz gerne ein bisschen was über die Hypnose erzählen, damit du dann auch nachher weißt, was dich erwartet, wenn du in die Hypnose hineingehst. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, was genau passieren wird. Bei den meisten Menschen ist es so, dass die Atmung langsamer wird und dass sie flacher wird. Also dass die Menschen schon merken, dass sich eine Art Grundentspannung einstellt. Die Muskeln lassen mehr los und fühlt sich einfach wohl und angenehm, wenn man in die Hypnose hineingeht. Später, wenn man aus der Hypnose erwacht, dann merkt man häufig, wenn die Augen sich öffnen, dass man relativ weit weg gewesen ist, so als würde man aus einem Kinofilm rauskommen. Währenddessen ist man ganz auf die Handlung konzentriert, ganz auf das konzentriert, was gerade in dir passiert, und alles außenrum wird ausgeblendet. Ja? Tun es alles und wollen es nichts, tun nichts, als dich in einen Zustand hineinbringen, wo du wirklich ganz entspannt bist. Du wirst alles mitbekommen, was während der Hypnose passiert. Du könntest sogar die Augen offen lassen und würdest gleichzeitig in eine Hypnose hineingehen. Im Regelfall wird man doch im Laufe der Hypnose dann die Augen schließen, damit man noch weiter nach innen fokussieren kann. Für dich auch wichtig zu wissen, dass wenn du später in der Hypnose drin bist, dass du wach und klar bist innerlich, also dass du alles mitbekommen wirst, wenn du in der Hypnose drin bist. Wir werden ans Gefühl herangehen, das heißt eine Art Tür öffnen, den Verstand weiter und weiter ausblenden und so eben immer mehr und mehr an dein Gefühl herankommen. Hypnose ist ein Zustand, der nicht nur plan verläuft, sondern wellenförmig. Das heißt, mal ist die Hypnose etwas flacher und dann geht man mehr hinein. Wieder flacher und man geht noch tiefer hinein. Nach und nach kommt man also im Laufe von der Hypnose immer tiefer in den Trancezustand hinein. Das ist eine schöne Routine, um eine Vortrance herzustellen, weil auch dort Suggestionen versteckt sind. Das ist im Skript die Hypnose-Hypnose-Induktion relativ weit hinten. Ich meine, ab Seite 25 müsste sie irgendwo auftauchen. Ich nutze dabei Konfusion, indem ich so komplizierte Sachen sage wie tun ist alles und wollen ist nichts, ich tue nichts, außer dich in die Hypnose hineinbringen. Während der Verstand noch dabei ist zu sortieren, was ist jetzt tun, was ist wollen, was hat er genau gesagt, sage ich, ich bringe dich in eine Hypnose hinein. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wie es sich genau anfühlen wird. Auch dort ist ein versteckter Befehl drin. Ich bringe dich in eine Hypnose hinein. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wie genau es sich anfühlen wird. Dann beschreibe ich bei dir gewisse körperliche Reaktionen, die stattfinden können. Und wenn ich eben diese Reaktionen beschreibe, was bewirke ich bei ihr, dass sie vermehrt darauf achten wird. Beispielsweise könnte ich sagen, bei vielen Menschen stellt sich während der Hypnose eine Art Schwere in den Waden ein und in den Fußsohlen, dass die Menschen die Waden und die Fußsohlen sehr stark wahrnehmen. Was passiert automatisch? Dass sie darauf achten wird, dass ihre Aufmerksamkeit eben auf diesen Körperbereich lenken wird. Und damit bringe ich sie in die Trance hinein. Außerdem, wenn ihr nur über Hypnose reden würdet, ohne Suggestionen, allein darüber, dass man sagt, Hypnose, Schlafen, Entspannung, Loslassen, Hypnose, tiefer gehen, allein dadurch würde sie immer mehr und mehr hineinkommen. Und die Hypnose, Hypnoseinduktion ist, sage ich mal, eine Verstärkung mit versteckten Suggestionen, eine besondere Form der Wachhypnose, die darauf ausgelegt ist, den Hypnotisanten schon vorher in die Hypnose hineinzubringen, zum einen und zum anderen aufzuklären. Ja. War ja auch, finde ich, recht geschickt gemacht. Du hast ja erst von vielen und einigen Menschen gesprochen, so ganz neutral, und dann irgendwann ging es dann ins Du über und dann war das ja schon sehr suggestiv. Man kann beispielsweise, solange man auch per Sie ist mit dem Patienten, sagen, einige Menschen, sie gehen sehr schnell in die Hypnose hinein. Dann ist nicht genau klar, sind die Menschen gemeint oder ist sie gemeint? Im Englischen kann ich diese versteckten Befehle noch viel, viel besser formulieren, weil Infinitiv und Befehlsform imperativ gleich sind. If you go into hypnosis now,
you will realize that. Da kann ich wirklich den Befehl platzieren, so dass es grammatikalisch richtig ist. Im Deutschen kann ich über die Substantive arbeiten. Wenn Sie ein Gefühl von Loslassen wahrnehmen oder ein Gefühl von Entspannung wahrnehmen, werden Sie merken, dass Pünktchen, Pünktchen passiert. Und dann kann ich das Loslassen als Subjektiv, als Substantiv nehmen und gleichzeitig stellt es einen Befehl dar. Wenn Sie das Geschehen lassen wahrnehmen, dann wird dieses und jenes passieren. Wenn Sie das Loslassen, das nutze ich übrigens auch häufig im Laufe von der Trance, wenn ich den Arm beispielsweise tiefer sinken lasse, dann sage ich häufig, dein rechter Arm sinkt tiefer und tiefer. Ich lasse das T weg und sage, dein rechter Arm sinkt tiefer und tiefer. Das heißt, ich gehe sehr direktiv vor, verstecke es aber, weil ich eigentlich über den Arm spreche. Ich könnte auch sagen, du wirst gleich wahrnehmen, wie deine Beine immer mehr loslassen. Da ist der Befehl drin, loslassen. Aber der ist versteckt in dem Statement, du wirst gleich merken, wie deine Arme oder Beine immer mehr loslassen. So kann ich direkte Suggestionen verstecken in meinen Sätzen. Das sind wir nicht clever, ne? Du hast jetzt, sage ich mal, schon reagiert, aber es gibt durchaus Menschen, die noch suggestibler sind, die noch viel mehr abdriften, während man eben diese Hypnose-Induktion macht. Achtet darauf, dass ihr mit der Tonalität spielt, also dass ihr eben nicht sagt, sie werden gleich in die Hypnose hineingehen. Gleich werden sie ganz tief hineingehen. Dann ist ihr klar, was ich versuche. Wenn ich aber sage, wenn sie gleich in die Hypnose eintauchen, werden sie feststellen, dass sich verschiedene Körperreaktionen einstellen. Dass beispielsweise die Atmung immer ruhiger und tiefer wird. Wenn sie später aus der Hypnose wieder aufwachen, ihr merkt, was ich mache. Ich spreche eigentlich normal, habe aber immer wieder Sequenzen drin, wo ich direkte Suggestionen gebe oder über die Tonalität, über die Veränderung der Tonalität ihr Gefühl anspreche. Wenn ich nur so in der hypnotischen Stimme sprechen würde, dann würde sie sich überlegen, irgendwas versucht er gerade mit mir. Und dann würde sie eben halt ihren Verstand aktivieren und eben ja, mein Vorhaben zunichte machen. Und ich dann ihren Kopf in Gang bringen. Und genau das möchte ich ja vermeiden. Gut. Darf ich kurz mal... Wie war es für dich jetzt, während ich das, sag ich mal, gesprochen habe? War deine Wahrnehmung dabei? Ja, also als du sagtest mit den Füßen, das hast du schon auch geachtet, dass die schwerer wurden. Füße kann man ansprechen, Atmen kann man ansprechen, Wärmegefühl in der Brust oder im Bauch. All das, was ihr sagt, wird einen gewissen Effekt auslösen bei dem Gegenüber. Ja. Und die Arme war ruhiger. Bitte? Die Arme war ruhiger. Ja, genau. Und ihr könnt natürlich auch so testen, indem man sagt, wenn Sie später in die Hypnose hineingehen, dann werden Sie wahrnehmen und durch dieses Pause lassen und länger anschauen, wird man sehen, ob Sie schon anfangen zu blinzeln. Wenn ja, weiß man, dass die Hypnotisanten sehr suggestibel sind. Wenn Sie aber ganz hellwach da sitzen und weiter lauschen, dann weiß man, ah, Sie sind noch im Kopf, sondern und Sie gehen auch nicht so ins Gefühl.